Vielen Dank. Dankeschön. Passt schon. Ja, ich möchte mich heute... Danke, danke. Ich widme mich einer Frage. Was ist wirklich wild beim Menschen? Also es ist ja so, die Frage, wo hört wild auf, wo fängt krank an? Und das ist ja, man sieht es niemand an, oder? Wenn Sie wieder einen Serienkiller erwischen, der 16 Tremperinnen zerstückelt und aufgegessen hat, der schaut ja nie so aus. Weil die Nachbarn, die 20 Jahre lang neben ihm gewohnt haben, sagen immer, er war ein ruhiger, höflicher, netter Mann. Wir sind völlig falsch gepolt. Unsere Eltern haben uns immer erzogen, wenn was wild ausschaut, gefährlich, dann musst du aufpassen. Das muss nicht sein. Pass auf, ein Beispiel. Ich habe in Leipzig gespielt. Bin ich nach Leipzig gefahren, mit dem Zug. Ich wusste nicht, dass an diesem Tag in Leipzig die Wave Gothic stattfand. Also, zur Information, das ist die größte Grufti- und Gothic-Veranstaltung Europas. 20.000 auf totgeschminkte und Gruftis laufen da durch Leipzig. Ich wusste es nicht. Ich fahre im Hauptbahnhof ein, schau aus dem Fenster, denk mir, scheiße, der Osten kommt aber auch nicht mehr hoch. Ja. Nein. Die waren alle total nett. Pass auf, und wenn ältere Menschen vielleicht zuschauen, jetzt an den Rundfunkgeräten, wenn mal in der U-Bahn, im Bus einer aufsteht, ein höflicher, netter Mann, wollen Sie sich auf meinen Platz setzen, dem sofort in die Fresse hauen, in die Eier. Ja, Entschuldigung, an der Oberfläche ist der nett, aber vielleicht einen halben Tag später liegst du in seiner Tiefkühltruhe, Ziplock-mäßig fein verpackt. Aber wie fängt es an, dass man wild wird? Ich habe ein Buch geschrieben über die Welt für Anfänger. Ich habe es nicht rausgefunden, aber es ist lustig. Pass auf, jeder von uns hat einen Keller. Liebe Österreicher, ist eine Metapher. Pass auf. Nein, aber jeder von uns hat einen Keller. Die Frage ist nur, wie du ihn befüllst. Der eine hat Ski drin und der andere... eine Modelleisenbahn, die ganz Perversen. Das sind die perversesten Schweine, oder? Modelleisenbahnbesitzer. Entschuldigung, ein Mann, der 20 Jahre lang in den Keller geht und 20 Jahre lang an einer verfunzelten Miniaturlandschaft dahin bastelt und 20 Jahre lang im Keller sitzt. Ui, schau, wie schön der Zug um mich rumfährt. Ui, schau, wie schön der Zug um mich rumfährt. Das stimmt doch was nicht. Der hat doch gerade eine Tremperin zerstückelt und fährt die Einzelteile mit den kleinen Waggons um sich rum. Ui, schau, wie schön die Tremperin. Ui, schau, wie schön die Tremperin. Eine Modelleisenbahn. So hat es angefangen. Ja, vielleicht hatte Darth Vader ein Modell Todesstern. Weißt du, Darth Vader. Ey, damals 77, erster Star Wars Film, seit damals ist Darth Vader für mich das ultimative Böse. Weißt du, zusammen mit dem Teufel, den uns der Pfarrer in der dritten Klasse eingetrieben hat. Mental, nichts passiert. Alles gut. Es ist nur in deinem Kopf, Ich habe heute noch so eine Grundangst vor Darth Vader. Heute noch, wenn ich in der U-Bahn stehe und hinter mir eine Asthmaspray benutze. Und ich hatte eine Begegnung mit der dunklen Seite der Macht. Pass auf, ich stand in München, Fußgängerampel, rot. Links neben mich fuhr ein Auto. Ich guck rüber. Stand ein schwarzer Smart mit getönten Scheiben. Und ich weiß nicht, ob das irgendjemand mal aufgefallen ist. Ein schwarzer Smart mit getönten Scheiben sieht original aus wie der Kopf von Darth Vader. Und ich wollte immer wissen, was ist da drin in diesem Kopf? Und ich habe an der Scheibe geklopft, die Scheibe fuhr runter, ich guck und am Steuer saß ein alter, kleiner Mann. Nicht Grünspitze Ohren Yoda, nein, es war einfach ein alter, kleiner Mann. Und ich wollte was Nettes sagen und habe nicht nachgedacht. Und aus meinem Mund kam, bei Rot halten, du musst. Ich weiß, das war nicht okay, nein. Und ich wollte mich gerade entschuldigen, da guckt er mich böse an. Am Arsch leckend er mich. Und ich dachte, nein, das war nicht Yoda. Yoda, ein Jedi-Lehrmeister, würde nicht sagen, leck mich am Arsch. Nein, gut, er wird es auch im Englischen im Original. Ass kiss you must. Ja, weil die Engländer, Amerikaner sagen nicht, lick my ass, sondern kiss my ass. Und das klingt netter, oder? Das ist schon, hat schon irgendwie. Ich habe in Amerika gespielt, ich hatte eine Trump-Nummer gemacht, dann hat mich einer beschimpft, hey, German guy, kiss my ass. Und ich so, I'm not gay.
Er war verwirrt, ich war verwirrt. Wir wussten beide nicht, was wir sagen sollten. Aber ein Hintern küssen, ich meine, das kannst du auch mal im Vorbeigehen, oder? Ding, 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 einfach so. Aber ein Arsch lecken, da musst du stehen bleiben, da brauchst du Commitment. Du musst wissen, du willst es wirklich. Und immer, wenn ich im Ausland bin, dann denke ich mir, Wahnsinn, Deutsch ist so eine harte Sprache. Oder am Arsch lecken. Ha? Da werden schon die Becher geworfen, am Arsch lecken. Woher haben wir diese harte Sprache am Arsch lecken? Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, Götz von Berlichingen, wer sich noch an das Drama erinnert. Da steht der Fürst auf seiner Burg, umzingelt von der feindlichen Armee des Kaisers. Und er wird aufgefordert zu kapitulieren und er so, bin ich ein einfacher Räuber. Sag Ihre Majestät mit all gebührendem Respekt, er möge mich im Arsch lecken. Er hat im gesagt, nicht am. Und im ist mehr als am. Ja, ha. Hey, am ist schon ho, 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 ho. Aber im, da musst du zielen, fokussieren. Der Typ dabei muss stillhalten, sonst spritzt. Ja, ich weiß, es ist kein schönes Ende für eine Nummer, aber kiss my ass. Ha? Dankeschön.